Klaviermusiker auf hohem Niveau gibt es ab Montag 15 Uhr im Sendesaal. Der 13. Europäische Klavierwettbewerb Bremen bietet den 23 jungen Teilnehmern aus Europa, der GUS, Türkei und Israel die Möglichkeit, neben der Erfahrung und dem Austausch verschiedene Preise zu gewinnen. Welche das sind, erzählt Christian Kötter-Lixfeld, Intendant der Bremer Philharmoniker und Vorsitzender des Hauptausschusses. Das sind nicht nur die Wettbewerbspreise in Höhe von 23.500 Euro, sondern auch eine CD in Kooperation mit Radio Bremen, die hier hergestellt wird. Und das ist immer für die Wettbewerbsteilnehmer ein ganz attraktives Programm. Also nicht nur ein Preisgeld in der Hand zu haben, sondern auch was Haptisches, eine CD-Produktion, mit der man sich natürlich weiter empfehlen kann. Vom 27. Februar bis zum 5. März 2012 finden die Solodurchgänge im Sendesaal Bremen statt. Der Eintritt ist frei. Das Finale ist am 7. März in der Glocke Bremen.